Am 21. Spieltag der Altherrenliga trafen sich die Kicker des SKV Alte Herren Ugro hier beim Fototermin im neuen Dress und die Herren-Altliga des FSV Rot-Weiß Luckau. Der Anpfiff erfolgte am 7. September um 18 Uhr und in der gesamten Spielzeit kann eben viel passieren. So musste Schiedsrichter Heiko Klauk bei den durchaus fitten Herren reichlich Laufarbeit absolvieren. Im Spielbericht ist zu lesen, wie erfolgreich sich die beiden Mannschaften schließlich präsentierten. Was den Ugroern zuvor nicht gelang, machte Rot-Weiß in der 10. Minute mit dem ersten Treffer durch Marco Jede perfekt. Die SKV-Herren hielten mit aller Kraft dagegen, aber irgendwie stand die Mannschaft unter keinem guten Stern. Weitere Treffer der Luckauer landeten im Kasten. 16. Minute Jan Niziol, 23. Silvio Young und 33. Minute noch einmal Niziol. Zur Halbzeitpause lautete der Spielstand damit bereits 4:0 für Rot-Weiß Luckau. Es sollte aber noch heftiger kommen. Trotzdem noch immer hoch motiviert, spurteten mit Beginn der zweiten Halbzeit die Männer in den lila Trikots über den Platz, erkämpften sich bei den überlegenen Rot-Weißen vielfach den Ballbesitz. Der ersehnte Anschlusstreffer blieb aus. In der 56. das 5:0 durch Heiko Genilke. Ich will Eddie sehen! Drei gelbe Karten musste der Schiedsrichter zücken. Zwei für Ugro, eine für Luckau. Und Jörg Wiesicke machte in der 77. Spielminute letztendlich den Sack zu. 6:0 der Endstand für eine perfekte Luckauer Mannschaft um Trainer Mario Young. Trainer Dirk Sitschek durfte für seine Ugroer Altherren weniger zufrieden gewesen sein. Dennoch ein super Freitag mit 90 Zuschauern auf dem Luckauer Sportplatz beim Derby Altherrenliga FSV Rot-Weiß Luckau gegen SKV Alte Herren Ugro. Damit steht Luckau unverändert, ebenfalls wie Ugro, auf den Plätzen 3 und 9 der Tabelle.